Seit der Kindheit geliebt wird diese Violine. Was sie hier in den Händen hält, ahnt die Besitzerin aber nicht. Ist die was Besonderes? Das weiß ich nicht, für mich schon. Ja. Aha. Und was wollen Sie gern wissen von uns? Vielleicht weiß jemand was über die Geschichte dieses Geigenbauers. Das würde mich interessieren. Also rein die Geschichte. Also ich glaube nicht, dass ich eine große Überraschung erleben werde. Grüß Gott. Grüß Gott. Oh, eine besondere Schatulle, die Sie hier haben. Ja, was ist da drin und was haben Sie uns dazu zu sagen? Meine Geige, die schon sehr lange in meinem Besitz ist. Ich habe sie schon als Kind bekommen. Mhm. Und nach vielen Jahren, nach Jahrzehnten genau genommen, auch wieder begonnen zu spielen. Oh, sehr toll, wunderbar. Und wie klingt sie? Sehr schön. Okay. Spielen Sie alleine für sich oder in einem Ensemble? Im Jugendorchester. Hey, ja toll. Also hebe ich das Durchschnittsalter. Sehr schön. Ist die ganze Familie musikalisch? Oder? Meine Kinder leider nicht so sehr. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Na, die sind schon zu alt dafür. Okay. Was wissen Sie denn? Wo kommt sie her? Sie wurde von meinen Eltern erworben, von einer Dame, die sie von ihrem Onkel vererbt bekommen hat. Und der war Berufsgeiger. Okay. Mehr weiß ich nicht. Wissen Sie, was Ihre Eltern damals dafür gezahlt haben? Nein, das weiß ich nicht. Okay. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, ich habe schon vermutet, dass es vielleicht auch Naturalien aus dem Garten waren. Ich weiß es aber nicht. Okay. Das okay. war wahrscheinlich im Jahr 1968. Okay. Gut, was uns natürlich immer interessiert, ist der Geigenzettel als Indiz auf den Hersteller. Ja. Also lesen wir vielleicht zuallererst den Geigenzettel. Ja, da sind wir einen Reparaturzettel und da ist der Herstellerzettel. Und wir lesen in der ersten Zeile Andreas und dann auf der rechten Seite Engleder und drunter Monachia oder so 1844. Und das ist natürlich ein ganz interessanter Hinweis. Andreas Engleder war Münchner Hofgeigenmacher und gehört sicherlich zu den renommiertesten Geigenbauern in München im 19. Jahrhundert sowieso. Und Andreas Engleder ist auch eine ganz wichtige Persönlichkeit sozusagen in der Entwicklung des Geigenbaus, weil er als der Übervater letztlich der Mittenwalder Geigenbauschule gelten darf, weil der Gründungsdirektor sozusagen zunächst vom bayerischen König Max II bei Engleder in die Lehre geschickt wurde. Und insofern hat er dann natürlich ein hohes Renommee. Das ist gleichzeitig auch Zeugnis sozusagen seiner hohen Anerkennung und des hohen Wertes, des hohen Ansehens, das er zu Lebzeiten genossen hat. Also die Geige sieht ja auf den ersten Blick picobello aus. Natürlich müsste man sie jetzt ganz genau untersuchen, welche Schäden oder Risse oder Alterungserscheinungen sie sonst noch hat. Aber im ersten Augenschein ist sie gut erhalten. Also man sieht auch, die handwerkliche Bearbeitung ist ganz ausgezeichnet. Die Randeinlage ist sehr akkurat ausgeführt. Die Holzauswahl ist sehr gut. Wenn ich jetzt mal langsam nach oben wandere, dann sehe ich auch, dass der Hals samt Ansatz gut aussieht und die Schnecke ist absolut perfekt hergestellt. Also wirklich ein Instrument mit Ausstrahlung, mit einer besonderen Wertigkeit. Also es macht einen wirklich guten Eindruck. Also sie spricht einen auf Anhieb an, was nicht viele Geigen so auf Anhieb tun. Auch das Lackbild ist glaubwürdig, also zu der Zeit passend, auch zu der Schule her passend. Sie hat keinen Anschäfter, soweit ich das erkennen kann, am Hals. Also wirklich ein schönes Instrument. Engleder hat nicht so viele Geigen
hergestellt. Engleder hatte natürlich ein höfisches Amt und in dieser Position war er, ich sage jetzt mal, wirtschaftlich natürlich privilegiert, was ihn in die Lage versetzt hat, einfach wirklich für seine ausgesuchte Kundschaft in kleinen Stückzahlen zu produzieren. Und entsprechend sind auch seine Geigen heute gern gesehen und gern gehandelt und auch mit ansprechenden Preisen gehandelt. Haben Sie sich schon mal erkundigt, so Engleder Geigen, was die vielleicht wert sein könnten? Ich habe wenig gefunden im Internet. Also okay. Ich habe keine Ahnung, was sie wert ist. Okay. Ich erwarte mir nicht zu viel. Ich würde sie sowieso nicht hergeben. Mhm. Gut, also vielleicht passen Sie dann ein bisschen besser auf Sie auf, wenn Sie das jetzt erfahren. Ja. Also, kleiner Trommelwirbel. So zwischen 12 bis 25.000 kann die durchaus gehandelt werden, je nachdem, wie sie auch klingt, wie sie sich als Soloinstrument dann auch eignet. Ja. Aber so werden diese heute bewertet. Das habe ich nicht erwartet. Ja, man sieht es Ihnen an, Sie strahlen förmlich. Ja, wunderbar. Gut für meine Erben. Ja, ja, also passen Sie gut drauf auf und freuen Sie sich vielleicht noch mehr beim Spielen. Ja, ja. Ja, jedenfalls vielen Dank, dass Sie dieses wirklich das besondere, schöne Instrument von Engleder uns vorbeigebracht haben. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Instrument und alles Gute damit. Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen. Ja, ich war schon sehr überrascht. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Jetzt habe ich noch mehr Respekt vor dem Instrument. Ich glaube, ich muss jetzt noch mehr üben.